Viel Spaß bei Race-Türchen Nummer 8. Bis gleich. So I asked Mackenzie for a pre-release version and... Scotty, we're on air. Oh, welcome back to the finals, the world's greatest game show. And this time, we're virtually all in Las Vegas. There's no greater place to risk it all or destroy a building or two than under the glow of the neon lights. And with risks and damages in the air, we're happy to have insurance company Holto as a proud sponsor. Holto, digitally insured, virtually secured. But even Holto can't protect our contestants from some tricky surprises this season, including our new gadget, the Vanishing Bomb. Okay, it's time to give our fans what they want. Let's get started. Und damit herzlich willkommen zu Race-Türchen Nummer 8 zu The Finals. Ein neues Game, wo genau heute am 8.12.2023 rausgekommen ist. Kostenlos für alle Konsolen, außer vielleicht wieder für die Switch, glaube ich. Aber alles andere verfügbar ist. Und ja, ich dachte mir, warum zocken wir nicht mal das neue Game, wenn es dann rausgekommen ist. What the fuck? Das habe ich auch noch nie in einem Spiel ausgesucht. Leichter Körperbau, mittlerer Körperbau, what the fuck? Also, das habe ich auch noch nie in einem Spiel gesehen. What the fuck? Wir machen mittler, das ist ein Tutorial-Spiel. Überspringen wir einfach mal. Scheiß drauf. Ich will da blind rein. Natürlich hat das auch wieder einen Battle Pass, wie immer. Elvis Presley, okay. Oh. Oh. Hallo. Alter, das sieht cool aus. Ist das Chucky? Wow, das sieht auch heftig aus. Moment, was war Level 100? Ich habe Level 100 gesehen. Das 6. Oh, das sieht auch cool aus. Okay, ich glaube, da muss ich mir mal den Pass, glaube ich, dann mal angucken, genauer. Danke, dass du dir... Ja, kein Problem. Ist in Ordnung. Wir gucken uns mal das Spiel jetzt an. Teilnehmer. Was habe ich jetzt ausgerüstet? Laden. Ach so, wahrscheinlich wieder... Warum eine Katze? Warum eine Katze, verdammt? Was ist das denn wieder? Von dem Spiel keine Ahnung und sehe jetzt, was das denn wieder für ein creepy Zeug ist, ey. Oh, der Panda sieht aber cool aus. Ausrüstung. Ja. Ah. Müsste erstmal reinkommen in das Spiel. Ich habe ja keine Ahnung von dem. Aber wir gucken es uns mal an. Wir gucken uns mal das neue Spiel an. Kam heute raus. Habe ich nur erfahren durch die Game Awards gestern. Oder halt in der Nacht. Und darum
Gucken wir uns mal das Iron an. Ist das denn so ein... Ja. Das zocken auch so einige, wie ich sehe. Okay, keine Ahnung, ob Niklas da ist. Dann rufe ich den Typen mal an. Gucken wir mal, ob er zufällig da ist. Hallo! Hi, na? Wie geht's? Hä? Ich habe ja gerade den Stream gestartet, also ja. Kein Problem. Aber warte mal. Ich schreibe dir kurz mal das Game. Weil ich will, wir möchten das mal testen und das kam gestern raus oder halt heute von The Game Awards. Hörst du dir das? Das ist auch wieder so irgendein neues Shooter-Game, wie wahrscheinlich so Overwatch-mäßig und Apex. Müssen wir uns. Ja, kostenlos. Gar kein Problem. Bis gleich. Er ist ein bisschen dumm und weit weg, also so. Ja, nee, alles gut. Musste das Ganze ein bisschen umstellen. Hab's auch ganz vergessen. Nein, aber danke. Weiß gar nicht, ob Alex auch anwesend ist. Ist der eigentlich online? Nö. Ah ne, der meinte ja, der kommt ja erst später am Abend. Das ist jetzt sowieso gucken. Weiß gar nicht, ist Spirito eigentlich? Ist der gute Mann denn jetzt eigentlich auch schon aufgewacht oder ist der auch noch ein Pen wie ich? Also mal grad gucken. Weil wir wollten das ja als Viererteam wieder mal angucken. Oder wir dreimal und Niklas habe ich jetzt gefragt, weil der gehört zu unserem Team ja dazu. Wo haben wir denn Vigito? Vigito. Wo haben wir denn unseren Kollegen? Boah, ich glaube, der ist in, was ich sehe, ist in FN. Ob der antwortet? Andere Frage. Oder ist er zufällig im Stream? Wie geht das? Sind sie anwesend vielleicht zufällig? Und ich sehe gerade, das Rot passt ja vollkommen zu meinem Pulli. Ja, moin.
Bruder, ich habe Fragen an Lilly. Steffi, es ist kaum zu wahr. Okay, Leute, ich... Okay, ich hinterfrage das. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich muss mich da erst noch rein fuchsen in dieses Spiel. Sollen wir mal eine Runde starten, um mit deinem ersten Spiel zu beginnen? Schnelles Spiel, Turniere, Übung. Können wir mal schnelles Spiel machen? Schnelles Clash. Da bin ich. Hi. Hi. Ich hab dir mal da den Namen mal geschickt. Alles klar. So, es ist einfach ein komplettes neues Shooter-Game und Vigito fand das, also er hat's mal früher in einer Open Beta gezockt, er fand's gut. Und Alex kennt es nicht und ich kenn's auch nicht. Aber wir gucken es uns einfach mal an. Hey, okay. Ich probiere es auch gerade mal, ich guck mal gerade, wie das ist. Junge, da guckt man einmal in den Stream von meinen Kollegen und die zeigen gerade ihr verdammten Boob-Spot. Was tickt denn bei denen jetzt? Was los, ey? Keine Ahnung, wie das Spiel ist. Wir gehen jetzt einfach irgendwie in eine Runde rein. Testen das schnell. Keine Ahnung, was das jetzt genau ist, aber das hat auf jeden Fall mit so ähnliches wieder mit Overwatch, Apex und allen anderen Shooter-Games zu tun. Mal gucken, ob es besser ist, ob es ein Abklatsch wieder ist. Wir gucken einfach mal. Was hast du dir denn heruntergeladen? Steam, oder? Ja, auf Steam gibt's das.
Alles klar. Das sollte auch nicht so groß sein von den Gigabyte. Also, Speicher. Das sollte noch ein kleines Ding sein. Ah, ist ja jetzt Winter. Also Winterzeit lang oder Weihnachten. Ja. Was? Slime Ranger kann man auf VR spielen? Muss ich gar nicht das Spiel. Ich muss ja was schauen, ob es wirklich stimmt. Ach cool, dass man das Fenster zerstören kann. Ja moin. Das hat man so mit der Call of Duty ähnliches. Retros are looking to make a name for themselves. Ja, Feuer unterstützt, lol. Das ist cool. Muss ich auch nicht. The Retros pull ahead. Sowas zum Beispiel würde ich gerne spielen. Das ist noch ein Angebot. Beat Saber. Warpanda? Was? Ach, nö, Warpanda kann man auch in VR spielen. Du wusste ich alles nicht. Was? Was? Die eine Waffe kann einfach Schleim irgendwie verschießen. What the fuck? Bruder, hä, wo ist der Kampf? Der schießt einfach mit Schleim. Was ist das für eine Granate? Ist das für eine Schleimwaffe? Oder Schleimgranatenwerfer? Ja, ich war das auch ein bisschen. What a way to open the match. The Retros land the first cash out. The Big Splash are close to getting wiped. I feel for their lonely contestant out there. Bisher habe ich noch nicht viel in dem Spiel gesteckt, aber gut, das erste Runde. Kann man nicht. Moment, du musst mit der Frau. Okay, ich muss erstmal klarkommen mit dem System. Aber es hat auf jeden Fall mit den ganzen Shooter Games wieder mal einen Zusammenhang. Ich glaube, Niklas kommt da auch schnell wieder rein. Nein. Okay. Oder wie meinst du das? Was? Ja, wie meinst du das? Kommst du schnell rein? Ich glaube, du checkst das safe schnell mit den Waffen. Normale Waffen. Dann gibt es ja so, sag ich mal, so Sonderwaffen wie bei Fortnite. Das ist ja, wie ich mich trailer, irgendwie Las Vegas, so VR-Turnier.
bisschen mäßig von Rogue Company. The Big Splash are ready to dive into success. They've started a Rogue Company, aber ich habe schon länger nichts mehr gehört. And just like that, the cash out belongs to the Retros. What a steal! Noch 12 Minuten, dann müsste es fertig sein. Alles gut. Kein Problem, kein Stress. Wir haben ja kurz doch Wochenende, oder wie? Nein, ich muss morgen noch einmal bis 13 Uhr arbeiten. Scheiße. Aber am Abend kannst du dann so den Film gucken. Am Abend bin ich dann komplett da. Ja, sehr gut. Heute bin ich auch etwas da. Ah ja, dann. Hast du, ach ja, Patrick, hast du noch GTA? Oder hattest du mal GTA? Ja, sozusagen eigentlich fast alle Teile haben wir gesehen. Hättest du mal Bock, GTA 5 zu spielen? Habe ich mit Vegito und Alex geredet, so dass wir das mal machen. Sie meinten, auf PC oder? Oder spielt ihr auf Konsole? Ich hab's auf beiden. Ich hab's auf PlayStation und PC. Weil ich hab's nur auf dem PC. Vegito, glaube ich, hat. Weiß nicht, ob er so PC hat. Und Alex, der hat halt kein PC. Aber die haben immer noch kein Crossplay, oder? Die gemeinsam. Nee. Ach so. Wird ja auch so sein, dass GTA 6 erstmal für die Konsolen wieder rauskommt, wie immer. Also GTA generell. Und dann erst so ein halbes Jahr. Ja, und kommt es dann für PC raus. Ja, das war irgendwie vorhersehbar. Das wieder ewig dann dauern wird. Ja. Aber bis dahin habe ich. Also ich spare jetzt ein bisschen Geld nebenbei. Dann baue ich mir nochmal einen neuen PC zusammen. Mach mal, aber dann hast du. Aber den alten behaltest du noch, oder wie? Ja, ich hab dann zwei Stück. Den alten behalte ich. Wusstest du die. Wusstest du den in ein anderes Zimmer rein, oder? Nee, mein Schreibtisch ist groß genug. Ich hab hier noch einen Platz für ein komplettes Setup. Ach so. Mein Tisch ist, sag ich mal, nur voll, wenn Damien zu Besuch ist. Ey, das ist klar. Damien muss ich auch mal wieder Pokémon spielen. A strapping performance here as the powerhouses have started a cash out.
bin dann jetzt nochmal kurz weg, bis es fertig ist. Dann bin ich bereit. Alles klar? Ja, kein Problem. Perfekt. Na, bis gleich. Bis gleich. So kann man mich wiederbeleben. So, fantastic steal by the big splash. The retros are in danger of not withstanding the test of time. Only one contestant left. Oh. Aber komm, hallo, ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass das System ist. Kampfpunkte, Kampfzahl. Oh Gott. Überfordert mich das am meisten, hey. Muss das mal klarkommen. River Springs. So, warte mal, wie ist das jetzt in Kuppelladen? Achso, wieder neue Erfahrungspunkte wahrscheinlich, oder? Jetzt wieder angefangen. Ah, oh, ja, das wäre ja klar, dass ich dann ja irgendwie drauf. Business Lamb. Was heißt sie wirklich so? Oh Gott, bitte steh mir bei. Bitte sag nicht, dass ich so heiße.
Okay, so, okay, dann will ich da so ein Links treffen. Sehr schön. Da muss ich erstmal reinkommen in das Spiel. Oh, Scheiße. Dann erstellen. Bearbeiten. Okay, gucken wir mal weiter, weiter, weiter. Ist hier nur also das kann man wieder kaufen, natürlich. Das versteht wieder sowieso kein Mensch. So, bin da. Hi. Bin fertig. Pot starten einmal. Grüß dich, Alex. Bist heute auch so irgendwie ein bisschen müde? Nee, weil ich und Vegito und Alex haben da bis 6 oder 7 Uhr morgens gemacht und dann habe ich bis so 16, 17 Uhr gepennt. Jo, musst du heute nicht arbeiten? Bei uns ist Feiertag. Immer noch? Was, gestern? Nee, Freitag ist Feiertag bei uns. Als wenn der Jauraben, bitte, gib mir einen Feiertag. Den Stream eingeschlafen. Das hat man gemerkt, Alex. Nee, aber bei uns, also Freitag, gestern hatte ich erst frei, weil ich am Freitag nicht raus musste, darum. Nee, heute ist bei uns Feiertag. Und der ist in Österreich und in Liechtenstein. Ja. Ohne in Deutschland. Oh. Ich glaube, du musst umziehen. Ja, nach meiner Ausbildung. Oh. Wo ziehst du dann hin? Grenze Schweiz, Deutschland. Ich hab gehofft, du sagst, du gehst in die Schweiz. Ich wohne ja in der Schweiz. Dann bist du ja wirklich nicht mehr weit weg von. Ja, nur ich kaufe anders ein in Deutschland. Hat man was gehört oder war du warst leise? Man hat gar nichts für dich gehört, Alex. Hat es bei dir auch so lange gedauert, wo du es erstmal gestartet hast? Ja, auf jeden Fall. Ich hab's gestern. Ich hab nur ein schwarzes Bild. Schwarzes Bild? Okay, das hatte ich jetzt nicht. Wenn du mal auf Steam. Starten wir einfach nochmal. Das ist eigentlich cool, so kannst du wieder dein eigenes Ding bauen.
jetzt sowieso gucken. Moment. Ich habe jetzt 10.000 Leute schon wieder live. Was ist los mit euch? Warum immer um die Uhrzeit? So, bin jetzt drin. Sehr schön. Hallo, ich bin da. Hi, Jonja! Hallo, Jonja! Kurzes Hallo und direkt wieder Tschüss. Ich muss ins Bett, muss ja morgen fit sein. Ach ja, da war ja was, Jonja! Du musst ja morgen ready sein. Genau. Dann, Jonja, dann wünschen wir dir eine gute Nacht. Schlaf gut, träum was Schönes. Und dann hören wir dich ja sowieso morgen. Party, du Stings! Halt's Maul! Party, du bist ein Lev. Ah ja, okay. Ja, perfekt, Digga. Okay. Danke dafür. Ja, okay, geil. Was habt ihr jetzt beschworen? Habt ihr den ganzen Chat auf mich gehetzt oder was soll der Scheiß? Habt ihr den Chat jetzt auf mich gehetzt oder was soll der Mist? Was soll der Scheiß jetzt? Viel Spaß euch. Danke, Jonja. Wir hören uns. Wir sehen uns. Alter, was machen die? Warum machen die? Warum machen die Shoutouts? What the fuck? Was krank denn wieder? Alter, oh mein Gott, was kracht denn jetzt bei denen? What the fuck, what the fuck? Was ist denn los? Die eskalieren gerade. Grüß dich, Tim.
By the way, Steffi. Steffi, Lilly, wenn ihr noch da seid, ihr habt einen ganz guten Eindruck gemacht. Moment. Was ist das für ein Spiel? Ein neues Game. Ein ganz neues Game kam heute raus. Foxy, grüß dich. Ist das mein Leben? Schau mal deine Spieler-ID bitte. Moment. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo ist da die ID? Da muss ich erst noch klarkommen. Immer auf Gruppe einladen. Gruppe einladen, ja. Und dann oben rechts mit Björn stehen. Oder? Bleib noch bei Wow, ja, ist ja kein Problem. Aber grüß dich, schönen guten Abend. Leute, jetzt muss ich euch mal was ganz kurz zeigen. Gefühlt, wenn euch sowas auf Fritz vorgeschlagen wird, rennt. Rennt um euer Leben. Bruder, wenn euch sowas vorgeschlagen wird, rennt. Rennt um euer Leben. Das ist nicht mehr normal. Ah, die steht oben links, die ID. Bei deinen fetten Namen. Oder vom Namen. What the fuck? Wenn euch sowas vorgeschlagen wird auf Twitch, worum es sind Live-Kanäle, die dir gefallen könnten. Bruder, und wenn du dann solche Thumbnails siehst, du hast Fragen. Du hast Fragen an die Menschen, du hast Fragen an Twitch, du hast die Fragen, was läuft im Internet falsch. What the fuck, ey. Was ein Freundschaft und ja, hier wird annehmen. Ah, jetzt Moment, Spieler einladen. Ein Fernsprecher. Nein. Ja, man kann ich nicht einladen. Also ich habe Fragen an die zwei mit ihren Farben. Bruder, was sind das für Farben? Aber danke schön für die Shoutouts. Muss ich auch sagen. Danke schön an die zwei. Digga, das ist nicht normal. Ich habe Fragen an die zwei. Ich habe Fragen an Leuten, wer sich sowas geben kann und warum Twitch sowas vorschlägt. Ich habe Fragen. We talk. 1:1. Bruder.
Scheiße, Mann, ich hab Fragen. So. Ich glaube, ich muss erstmal ein Spiel spielen. Muss der erst oder wie? Ich glaube schon, ja. So, jetzt muss ich mal erst sagen. Lilly, schau das mal machen. Warte mal, Freunde. Nee. Was ist Sprachzeit? Warum kann ich mir selber als Sprachzeit? Das macht auch keinen Sinn. Nein, das ist ja in Ordnung. Ausgerüstet bin ich. Daten bin ich nicht. Battle Pass. Nee. Bronze 4. Oh nein, was ist das denn? Ist das auch wieder so ein Ranked-System? Bronze 4, Silber. Und kommst du irgendwie so rein in das Spiel oder weißt du so ein. Wie läuft's bei dir da?
Nee, das brauchen wir nicht. Hitch-Hinweis. Nee. Ah, einige sagen schon. Ja, halt irgendwie, keine Ahnung, ich finde die Sniper oder eine Shot oder was das immer ist. Finde ich so cool mit dem Dreh-Dings. Casino-mäßigen. Mit so Poker, na, Poker ist das. Alien, cool. Will ich aber.
Irgendwie habe ich noch nicht ganz gecheckt, wie das mit den Einladungen geht, aber Leute, man muss sagen, das ist klar gewesen, dass man im ersten Tag erstmal reinkommen muss. Erster Sieg des Tages, wie schon. Moment. Kämpfe und auch ein bisschen hier unbegrenzte Respawn. Ah. Okay. Niklas, sind Sie noch da? Niklas? Ja, hi. Hi, lebst du noch? Ja, ich habe jetzt meine erste Runde gespielt und ich muss sagen, bisher ist es noch nicht so meins, bisher. Eben, ich muss mir auch noch ein bisschen jetzt. So, ich lade dich jetzt ein, wenn es geht. Wenn du weißt, wie, ja. Ich starte einfach nochmal neu das Spiel. Wie gesagt, wir gucken es jetzt mal nur an, weil ich habe das halt gestern bei Game Awards gesehen und dachte mir, ja, okay, kann man mal gucken, wie geht's so mal, er hat ja mal gezockt, der fand es nicht schlecht, dann habe ich mir gedacht, ja, gucken wir es mal.
gleich geschafft. Hey, wow. Hast du eine Einladung gekriegt? Ja, hab ich. Anni. Ne Mann. Aha, da bist du auch. Sehr schön. Alter, was will sie mir das jetzt noch unter die Nase reiben, dass sie gleich fertig ist? Aua. Gleich geschafft. Die Tür, die Seite, wo mit ihrem Sachen an der Karte ist. Aber ich glaube, wir werden hier heute auch fertig. Also von dem her. Ah, ich freue mich dann irgendwie morgen wieder im FNAF-Film zu gucken. Ja, bin ich auch gespannt. Ach, du kennst den noch nicht, oder wie? Doch, ich kenne ihn. Ich hab den im Kino geschaut. Warum sagst du das? Dann bist du gespannt. Ja, wie die anderen drauf reagieren, ne? Naja, gefühlt nur ich und du haben den geguckt. Die anderen drei haben den noch gar nicht gesehen. Und danach, ganz entspannt, mein Lieblingsanime gucken. Ja! High School DD. Was? Nein! Monstermädchen. Was? Nein! What the fuck? What the fuck? Nein! Stay so alive! Oh, hey. Hi, wie geht's so? Navigito, mein guter Freund, wie geht's dir? Socialites sind wir. Socialites! Gucken wir mal. Und wo ist der Tresor? We're playing da. Quick Cash, where the quickest team to collect the quantity that we're looking for claims the day. Ja, das ist unklar. Chase that cash just like Scotty said. Ah, okay. Das ist geil. Und noch sehe ich keinen Gegner, ne? Na, wie geht doch gut geschlafen? Our teams have made their presence known, as we've got our very first elimination of the match. We've got some trigger happy contestants out there today. Love it. Oh, das ist cool. Eine Plattform, wo man rauf kann. The Kingfish are bursting into Vault 1. Heute etwas ruhig den Tag vorbei. Ja, das glaube ich dir. Aber ist doch auch mal sehr schön, einfach so unter den Spannen. Wie war das? Boah. Lilly. Hey, wer bleibt überhaupt stehen von unserem Team? Keiner, unser dritter Team ist. Das Thrill of the game, June, but I do not envy the Socialites only standing member at this point. Wir müssen unbedingt dahin, ne? Warum? Woher kommt das Feuer? Was? Granate. Oh. Was soll der Scheiß? Die letzten Stunden bis alle Urlaub.
Digga, bist du. Nee, Wort. Moment. Hi, Sini. Na, wie geht's? Ja, kann mich nicht beklagen. Kann mich mal nicht beklagen. Ich sag, jetzt ganz entspannt noch streamen und dann geschafft. Noch nicht, die noch nicht. Was? Moment, Moment. Was? Wo seid ihr überhaupt die ganze Zeit? Ich kann erst wieder respawnt werden in 10 Sekunden. Ja, ja, aber. Wo? Wo seid ihr? Ich komm grad wieder. Ich bin grad neben dir. Noch nicht beklagen. Noch nicht. Seni, was soll das heißen? Seni, lass es. Seni, what the fuck? Stopp, nein, halt. Enemy spotted, down there. Enemy over there. The Kingfish will need to come back from that wipeout. Oha. Also ich komme zu dir gerade, Niklas. Nee, nicht zusammen, die können Fallschaden. Denny, mach den Scheiß. Bitte. Kann es sein, dass du gerade beim Cash warst, aber das Cash nicht mitgenommen hast? War ich das? Ja. Scheiße. Ah, hier ist meine zweite Runde, ich muss da erst noch. Sorry. Let's see whether the last member of the Kingfish can avoid a team wipe. Digito, willst du eigentlich dazukommen? Willst du mit uns, oder hast du es dir gedownloadet? Ein paar Runden, bis wir dann einfach in FN reingehen. Ich gehe bald in FN rein, wenn das weitergeht. Das Spiel ist nichts für mich. Bin ich ehrlich. Ja, nee, dann passt und dann ist gar kein Problem. Komm mal ja, auf. Was? Ah, nee, ich wollte sie auch nochmal testen. Da irgendwie mehr als Team fungieren. Ansonsten sah halt ein Trailer so wieder, ja, wie immer aus Trailer-mäßig. Ja, ja, müssen aber als Team immer noch irgendwie fungieren. Du musst das Cash von denen irgendwie klauen. Also dahin. Also hier. Ah, okay, jetzt weiß ich, wo der ist. Ah, Cascode. Wusstest du das jetzt nicht? Doch, aber gefühlt jetzt sehe ich ihn gerade auf der schwimmenden Plattform. Bei mir, Gegner.
geil, Cash, nimmst du zum Cash. Warum siehst du 10.000 Granaten hier hin? Genau da oben, wo du bist, sollte rechts einer sein. Da ist auch jemand. Oh, wow. Ich bin jetzt da lang gefahren. Versteck dich. Jung und Deckung. Ja, ging das von mir. Man muss sich als Team reinposten, da macht es auch mehr Spaß. Warum hast du rechts nicht den abgeschossen? Was, den rechten? Rechts von die Beine. Hast du angeschaut. So halb. Von drei Plätzen sind wir irgendwie drei geworden. Obwohl einer aber hä? Augen, wir schauen. Pilz. Oh, jetzt sehe ich doch deine Stats. Quote 4 wie ich, Eliminierung 0, Schaden. Oha. Also wie geht das bei mir reingeschrieben, so man muss sich als Team reinfuchsen, dann ja. Macht es mehr Spaß. Da hat auch 100% recht. Hast du mehr den Chat gelesen als zu spielen? Nee, generell, es war ja nichts mehr bei mir im Chat los. Wie sieht es denn mit Benito aus? Weiß ich nicht. Hat er das Spiel kann. Oder hat er es nicht? Obwohl er müsste es gestern noch heruntergeladen haben. Nur er ist gestern gebrochen. Er war gestern gebrochen bei Lego. Ich habe ihn so kaputt gemacht, weil er gesagt hat, bau das Haus. Ich hab mich so gebrochen damit, ey. Ich mag Niklas. Dieser Bananen-Emote. Welche Banane? Warte. Hat kaum etwas, ich reagieren kann. Nichts so viel. Wahrscheinlich ist er dann auf meinem Server. Da müssen wir kurz auf meinem Server wetten. Ja, ich bin gleich unterwegs. Du müsstest ja in den Live-Channel können, ja. Wo ist er jetzt? So. Ah, da ist er. Da bin ich. Wie sieht's denn jetzt aus? Weiß nicht. Wahrscheinlich startet er es gerade, oder? Brigitte, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich glaube, er startet, glaube ich.
Ach so, ja, okay. Alles gut, dann. Kein Problem, wie geht's, dann kommst du einfach nah dazu, sonst. Wollen wir nochmal eine Runde spielen oder? Ja, machen wir dabei mal. Jo, ich schau grad nochmal kurz mal. Jetzt lässt er ausverkauft, dieser Becher. Wow. Egal. Die neue Folge Stone. Ui. Ja, die muss ich auch noch schauen. Aber ich sehe den Chat jetzt nicht mehr. Können wir kurz so lange mehr reinladen, ne? Ruhig mit schnell was. Das dauert nicht lange. Alles klar. Da bin ich. Also. Ja. Aber noch kann ich schnell in den Chat schauen. Ja, die Folgen habe ich auch noch offen, aber ich schau das ja momentan, aber ich hab's nochmal von vorne. Ich mach's immer so, wenn, sag ich mal, von Anime eine neue Staffel kommt, dann schaue ich nochmal komplett von vorne. Um reinzukommen. Glaube ich so, das mache ich nie irgendwie gefühlt. Ich warte einfach. Ja, ist doch scheiße, ey. Rise of Shield kann ich so oft schauen, die ist jetzt mega geil. Genau wie Overlord. Wie gesagt, Overlord, aktuelle Anime, wo offen ist, genauso wie das andere noch mit, Data Life. Overlord ist mein Favorite und bleibt immer. Momentan. Ich glaube, den kann man auch bei dir nicht übertreffen. Leute, wenn ich überlege, ich war mit Niklas auf der Gamescom. Der hat mich einfach überredet, dass ich mir eine Figur gekauft. Das ist eine Lüge. Das ist keine Lüge. Ich habe mir da keine Figur geholt. Du, also jetzt lügst du. Du hast dir ein Beta geholt, Junge. Jetzt stellt er mich da, als ob nur ich mir eine Figur gekauft habe. Er hat jetzt noch zu mir gesagt, die ist billig und du kickst sie sonst immer nur so teuer und es ist dein Lieblingsanime. Ja, so Originalfiguren schon. Kannst ja auch von Wish was holen, aber. The Steamrollers are busy prying into Vault 1. Ja. In the arena. Muss das Cash holen? Ah, oh, ich hab das Cash hier. Perfekt, ich komm grad zu dir. Ah, da ist ein Gegner. Ich bin grad unterwegs. Ah, ich bin tot.
Scheiße, wo ich jetzt bei dir war. Obwohl ich keine wiederbelebe. Ja. Wenn ich was treffen würde. Looks like a team wipeout for the tough shells. Tough luck. No way to soften that blow. Mit das Cash fokussieren. Also da. Ist jetzt in Bewegung. Hoping to pressure the competition, the Steamrollers have initiated our first cash out. No stopping the Steamrollers now. They fought back. So. Enemy, down. Wie verwendet ihr da den Enterhaken? The ultra rares are placing all of their hopes on their last remaining contestant. A setback for the ultra rares. They're as common as a full und E-Mate ist mit. Ah, scheiße. Oh, sonst hätte er das F geholt. Sehr schön. Ja. Doch von hinten einer da war. This is exactly what the Steamrollers needed. They've pocketed our first cash out. No spawn. Da müssen. Dahin. Und da zum Gegner. Vielleicht versuche ich heute Abend mal Overlord weiter zu gucken, wenn ich es sag. Müsst ihr mal versuchen, wenn ich es mal schaffe. Ah, scheiße. Der hat so wenig noch. Scheiße. Vault 2 is being unlocked by the Steamrollers. Ja, einfach von mir mega blöd. Jetzt ist meine Muni leer, das ist wieder scheiße. The Steamrollers are down to one contestant. I used to love being in those situations. Ich laufe gerade in deine Richtung. Hier oder?
unser Teammate. Muss unser Teammate beschützen. Geil, wir haben Geld. Ich konnte schießen, wie ich möchte, es hat nicht funktioniert. Oh, ich hab mich so was von geflasht. Und schneller. It's lights out in the arena, just as the spotlight swings to our winners. From all of us here at the finals, thanks for watching. Schade. Aber ich glaube, jetzt ist es okay. Jetzt weiß ich wenigstens halbwegs, wie das mit dem System funktioniert. So, aber ich verlasse schon mal das Spiel. Ja, kein Problem. Schon, tut mir leid, dass ich das sage. An alle, die das mögen, ist okay. Ich mag es auch eben, aber ich mag es. Ist in Ordnung. Ja, ich hab's ja auch mal nur getestet. Oh.